Hallo, ich bin die Becky. Ich habe mein Traumhaus mit der Nord Family gebaut und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ja, uns war von Anfang an wichtig, dass das Haus sehr gut gedämmt ist, dass wir zum Beispiel dreifach verglaste Fenster haben und eine sehr gute Außendämmung. Es war ganz wichtig, die großen bodentiefen Fenster, dass wir jeden Tag so viel Tageslicht wie möglich reinbringen können, um Strom zu sparen. Genau, also es kann einfach keine Wärme entweichen und im Sommer bleibt es auch sehr kühl hier drin. Bei vielen Hausanbietern mussten wir das extra dazu wählen und letztendlich war das bei Dunwood alles inklusive. Und das hat uns dazu eben gebracht, dass wir damit gebaut haben. Und zwar auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr wichtig. Uns hat gut gefallen, dass es ein Komplettpaket gibt, in dem eine Solarthermie enthalten ist und zum Beispiel auch die Lüftungsanlage. Und dann habe ich mir eben den Dunwood Family Konfigurator mal genau angeschaut und das war richtig toll, weil man da alles genau sehen konnte, was verbaut wird, wie viel die Kosten sind. Und dann konnten wir schon genau planen, wie viel Geld wir eigentlich ungefähr bräuchten. Dann haben wir eine Anfrage gestellt und da kam auch sehr schnell von dem Vertrieb, der für uns zuständig war, eine Antwort. Dann haben wir uns mit dem getroffen und wir hatten dann auch genau schon eine Liste bekommen, wie viel, also was für Kosten wir auf jeden Fall einkalkulieren und das hat dann letztendlich auch fast zu 100% gepasst. Wir hatten sogar noch 6.000 Euro übrig. Also wir konnten zwischen drei Grundrissen entscheiden, dann konnten wir die Farbauswahl des Daches entscheiden. Da wollte ich auf jeden Fall rote Ziegeln anstatt anthrazitfarbene. Die Fliesen konnten wir selbst entscheiden und die Bäder. Meine Traumküche habe ich mir schon geplant, bevor ich überhaupt mit dem Hausbau begonnen habe. Mir war wichtig der ganze Stauraum und die Kochinsel. Die ist zwar jetzt nicht sehr breit, aber dafür hat man nach hinten raus noch schön Platz, um was abzustellen. Im Weiß einfach, weil es mir gefällt. Es ist hell, es wirkt hell, es ist freundlich. Und für das Holz haben wir uns letztendlich entschieden, weil wir einfach ein bisschen Wärme im Haus haben wollten. Zum Kontrast zum Weiß. Mir hat gefallen, dass mein Mann mir diese Trockenbauwand angebaut hat. Somit sieht meine Küche aus, als wäre sie ins Haus versenkt. Ja, die Wand haben wir tatsächlich sozusagen eingerissen. Wir haben einen Balken hier entfernt und somit haben wir einen Durchbruch geschafft. Und dadurch haben wir dann diesen schönen Raumteiler erschaffen. Und hier haben wir jetzt unser Wohnzimmer. Vorher war das unser Gästezimmer, das hatten wir eigentlich nie benutzt. Das stand tatsächlich ein Jahr lang leer und deshalb haben wir uns entschlossen, daraus das Wohnzimmer zu machen.